Cyberwar und Asset Collateral Chair und wünsche ganz viel Spaß mit dem Patrick Stähli. Ja, vielen Dank. Ich beschäftige mich seit ein paar Jahren für die digitale Gesellschaft und die Piratenpartei mit Überwachung. Dadurch bin ich auch immer mehr ins Thema Sicherheitspolitik gerutscht. Fragen, die da auftauchen, sind: Was bedeutet es, mehr Polizei zu haben? Braucht es Überwachung? Was machen Geheimdienste eigentlich den ganzen Tag lang? Und was sind die Aufgaben einer Armee? Beruflich arbeite ich regelmäßig mit Sicherheitsbehörden zusammen, was manchmal erstaunt, mit welcher Gleichgültigkeit Sachen gefordert werden, ohne genau zu reflektieren, was das genau bedeutet. Cyberwar, es geht um Krieg mit Bits und Bytes. Aber in einer Zeit, in der immer mehr im digitalen Raum stattfindet, schwappt auch dieser Krieg immer mehr in die reale Welt über. Denn alles, was in der realen Welt geschieht, spielt sich auch so ein bisschen in der virtuellen Welt. Nun, wie sieht so etwas aus? Ein Angriff oder eine Operation im digitalen Raum orientiert sich wie im richtigen Leben, im realen Leben an Phasen. Die erste Phase ist meistens die Aufklärung. Was macht man gegenüber? Wie kann ich das für mich nutzen? Dann erfolgt die Planung. Was muss ich genau in welcher Reihenfolge machen, um meinen Erfolg zu garantieren? Und am Schluss dann die Durchführung. Sollte selbsterklärend sein. Da der digitale Raum jedoch keine Grenzen kennt, sind auch die Grenzen geografisch nicht ganz eingrenzbar. Und die Mittel im Cyberwar sind die Spionage, die Sabotage, die Propaganda und die ökonomische Kriegsführung, also eigentlich genau gleich wie im realen Leben. Bei der Spionage versucht man, an Informationen zu kommen, möglichst ohne bemerkt zu werden. Schlechtes Beispiel jetzt hier. Diese Informationen können aber auch schon das Ziel der ganzen Operation sein. Oder aber die Aufklärungsphase einer größeren Operation. Die Schweiz war vor ein paar Jahren auch Ziel einer solchen Aktion. Ein befreundeter Dienst hatte damals die RUAG darauf aufmerksam gemacht, dass Daten abfließen aus ihrem Netzwerk. Was nie beantwortet wurde, ist, wie wusste dieser befreundete Dienst davon? Unter Freunden spricht man hier nicht von Spionage. Fun Fact, die RUAG ist auch das Competence Center für Cyber Warfare in der Schweiz. Die Sabotage zielt darauf, Infrastruktur temporär oder permanent längerfristig unbrauchbar zu machen. So wurde zum Beispiel im Iran versucht, die Gaszentrifugen hier nicht aus dem Iran zu sabotieren. Ein Horror-Szenario, das auch hier in der Presse immer wieder gesagt wird, ist, dass das elektrische Netz abgeschaltet wird und innerhalb von 7 Tagen sind die Leute auf der Straße und bringen sich für eine Dose Ravioli um. Ein Staudamm wird überflutet durch einen Cyberangriff. Oder aber, dass der Kühlkreislauf eines AKWs beeinflusst wird. Aber genau an diesem Punkt müssen wir uns in der Schweiz natürlich nicht schützen, denn die Atomaussicht wird auf die Grenzwerte erhöhen und behaupten, es gäbe kein Problem. Dann zur Propaganda. Propaganda findet natürlich nicht nur online statt. Propaganda im virtuellen Raum haben wir bei den US-Wahlen und die US-Präsidentschaft zur Genüge gesehen. Im Abstimmungskampf um Brexit war das genau das gleiche Problem. Es wird versucht, das Vertrauen in einen Kandidaten, die Politik, die Presse oder gar die demokratischen Einrichtungen zu untergraben. Entweder sind es Plattformen, auf denen dann verstärkt für diese Inhalte geworben wird, oder es sind gar Websites, die eigentlich nur aus Fake News bestehen, weil sich mit Werbung so viel verdienen lässt, dass es sich gar nicht lohnt, reale News dort zu publizieren. Es gab 2, 3 ganz große Webseiten aus Osteuropa, die so funktionierten. Digitale Kriegsführung gegen Firmen haben das Ziel, das Vertrauen in diese zu untergraben und deren Operation zumindest einzuschränken. Eine Firma oder beziehungsweise seinen Sektor anzulegen, kann einem Land erheblichen Schaden zufügen, indem man zum Beispiel den Produktionsprozess so anpasst, dass man plötzlich viel mehr Ausschuss hat. Stichwort Huawei und die USA, für mich ist das ganz klar das Opfer eines Handelskriegs, der auch digital geführt wird. Nun lassen sich halt solche Operationen, egal mit welcher Zielsetzung, nicht immer auf ein Land begrenzen. Ein Server einer Firma aus der Schweiz kann in den USA betrieben werden und Daten aus Schweden
liefern. Nun, wenn dieser Server nun mit digitaler Gewalt offline genommen wird, wer ist das Ziel? Welches Land wurde hier angegriffen? Welche Rechte wurden gebrochen? Das sind so ein bisschen die Fragestellungen, die man sich stellen muss. Erwischt man jetzt nur diesen Server oder erwischt man noch die fünften daneben? Was wären dann die Unbeteiligten, die dann verletzt oder gar zerstört werden? Und das sind dann eben die Kollateralschäden, von denen ich jetzt eigentlich sprechen will. Ja, die Abwehr in einem dezentralen Netz ist auch extrem schwierig. Darum muss man sich immer ein bisschen, oder muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich über Cyberwehr und Cyberkrieger lese. Die Armee, die diese Cyberwehr aufbaut, diese Cyberkrieger dann auch engagiert. Was soll die denn machen? Einen Internetrouter anschreien, halt oder ich klicke, zum Kraftwerk fahren, dort den Stecker ziehen. Ja, welchen denn? Den ganz großen oder den ganz kleinen? Einem CEO einer Bank erklären, dass er keine Transaktion mehr machen kann oder aber auf die Cyber-Security-Taste drücken und alles wird wieder gut. Im Sommer 2017, am 27. Juni, stand die Welt etwas schneller als auch schon. Am Dienstag, einen Tag vor dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, viele waren schon in den Ferien, im verlängerten Wochenende oder waren zumindest mit dem Vorarbeiten dazu beschäftigt. In den nächsten Stunden sollte jedoch der größte Cyberangriff eines Staates auf einen anderen ausbrechen. Und da Cyberangriffe, wie gesagt, nicht immer so genau abgegrenzt werden können, sollte es hier zumindest auch noch ein paar andere erwischen. Es begann eigentlich ganz harmlos. In jedem Land gibt es irgendeine Firma, die eine spezialisierte Buchhaltungssoftware herstellt. Sei es nur, um die Formulare zu drucken, PDFs zu generieren, meine Buchhaltungsdaten hochzuladen in einem Format, das der Staat akzeptiert. In der Ukraine ist das EmiDoc, ich kann es auch nicht lesen, ist ein Produkt eines Familienunternehmens namens Linkos Group, in deren Rechenzentrum bzw. in einem kleinen Serverraum im industriellen Teil von Kiew sollte dieser Angriff nun starten. Mutmaßlich russische Hacker haben den Server übernommen und eine Hintertür installiert. Durch diese Hintertür, die sie sich offen gelassen haben, vermutlich monatelang, haben sie jetzt nun Schadsoftware auf alle Rechner in der Ukraine, die diese Software installiert hatten, losgelassen. Das heißt, diese Server verteilten jetzt nun Schadsoftware statt reguläre Updates. Das heißt, die Software, die landete auf Rechner von ukrainischen Firmen, Behörden, Spitälern, Finanzinstituten und Kraftwerken. Dass die Rechner infiziert waren, wurde nicht etwa verheimlicht. Man wurde von diesem Bild dann begrüßt, währenddem, dass alle Daten auf diesem Rechner geschreddert wurden. Und so sah es danach aus. Es stellt sich heraus, dass der Aufbau des Bildschirms einer anderen Schadsoftware nachempfunden worden ist, eine Schadsoftware namens Petya. Im Gegensatz zu dieser konnte die Dateien aber nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, es steht zwar hier unten, man soll hierhin Lösegeld zahlen, 300 Dollar in Bitcoin, aber die Adresse war überall fix und es gab auch niemand, der dann diese Unlock-Keys hatte. Die Schadsoftware, weil sie halt an Petya angelegt war, sollte von nun an auf NotPetya in die Geschichte eingehen. Am Nachmittag vom 27. Juni waren viele Firmen, Banken und Behörden, darunter auch Kraftwerksbetreiber, in der Ukraine lahmgelegt. Eigentlich nichts Neues, denn die Ukraine war seit 2 Jahren ständig unter Beschuss von kremlnahen Hackertruppen. Jedes Jahr waren die Hacker mehr oder weniger erfolgreich, Monat für Monat. Und zum ersten Mal wurde auch ein solches Horrorszenario, der Blackout, herbeigeführt. 2015 waren am 23. Dezember 200.000 Einwohner ohne Strom für ein paar Stunden, denn die Angreifer konnten 30 Unterverteiler vom Netz trennen. Diesmal war die Attacke jedoch nicht spezifisch gegen ein Ziel gesetzt, sondern gegen ein Land, gegen die Ukraine. Binnen Sekunden wurden Netzwerke übernommen,
Alle Daten, die sich auf diesen PCs befunden haben, wurden geschreddert unwiderruflich. Von Tanksäulen bis Geldautomaten, bis hin zu den Strahlungsmessgeräten in Tschernobyl. Nichts ging mehr. Viele wussten nicht, wann sie den nächsten Lohn ausbezahlt bekommen, vor allem auch, weil PCs zerstört wurden, auf denen halt die Buchhaltung gemacht wurde. Das heißt, alle Lohndaten waren dort drauf. Banken konnten keine Auskunft mehr geben über die Kontostanden und die Spitäler, die die Medikation ausgeben mussten oder Diagnose stellen mussten, konnten diese nicht mehr zuordnen. Nun, möglich gemacht hatte dies eine Kommunikation aus zwei Programmteilen. Der eine Teil stammte aus dem Cyber-Arsenal der National Security Agency, der NSA, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn im April 2017 wurde ein Teil der offensiven Waffen der NSA von einer mutmaßlich der NSA nahestehenden Hackergruppe veröffentlicht. Die Lücke namens Eternal Blue ermöglichte es, in Computer einzudringen und Programme auszuführen, ohne das Passwort dazu zu haben. Das heißt, es reichte, wenn dieser PC mit dem Internet verbunden war. Bereits im Mai 2017, das heißt einen Monat später, hatte eine Ransomware, das heißt eine Software, die Daten verschlüsselt und dann gegen ein mehr oder weniger großes Geld diese Daten dann verspricht, wieder zu entschlüsseln. Diese Software hatte die Runde gemacht und man hat so ein bisschen in den News gesehen, es waren vor allem Spitäler in, glaube ich, in Deutschland, UK und USA, dort hat es zwei, drei große erwischt. Und die haben sich alle dieser NSA-Lücke bedient, um in diese Netzwerke einzudringen und die Daten zu verschlüsseln. Die Lücke war also damals im Juni, Ende Juni bereits gefixt. Microsoft hatte da Patches rausgegeben. Jedoch sind Firmen sehr, sehr konservativ, wenn es um Updates geht, die dieses Betriebssystem betreffen. Gerade Microsoft hatte sich da in der Vergangenheit ein paar grobe Fehler geleistet. Dann wartet man lieber einen Monat oder zwei Monate waren jetzt hier zu spät, als das ganze Netzwerk selbst lahmzulegen mit einem Update, das eigentlich Fehler beheben sollte. Vor allem, wenn diese Fehler wirklich nur Rechner betreffen, die direkt am Internet hängen. Das war jetzt hier das Problem, oder? Das heißt, die Möglichkeit einer Infektion, das Risiko ist relativ klein, dass was passiert, denn es betrifft nur PCs, die direkt am Internet hängen. Das Problem war jetzt aber die Schadsoftware, die ging direkt auf diese PCs drauf, ohne quasi von außen auf diese Rechner zuzugreifen. Das heißt, sie waren in einem Netzwerk voller verwundbarer PCs drin. Das heißt, war quasi der Fuchs war schon im Stall drin. Und jetzt kam der zweite Teil dieser Schadsoftware zum Zug. Dieser hatte aus dem Speicher das Passwort der Benutzer ausgelesen und sich so dann auf andere Systeme weitergepflanzt, die entweder nicht verwundbar sind oder bereits gepatcht wurden. Und mit dem Passwort eines Benutzers kommt man dann relativ weit auf andere Rechner, und wenn man einmal einen Administrator-PC hat, dann ist man definitiv im ganzen Netzwerk drin. Nun, was hat das Ganze mit Maersk zu tun? Maersk ist eine dänische Schiffhandelsfirma, eine Verschiffungsfirma. Sie hat das Hauptquartier in Kopenhagen, eigentlich einer friedlichen Gegend. Und die haben wirklich nichts zu tun mit den Machenschaften, die sich die Ukraine und Russland gegenseitig vorwerfen. Nun, eigentlich hat sie nichts damit zu tun. Sie ist aber eine internationale Firma und sie hatte ein Büro in Odessa am Schwarzen Meer in einer Hafenstadt. In diesem Büro hat der Büroleiter die IT angewiesen, installiert mir doch diese Software, diese MEDOC, damit ich meine Buchhaltung machen kann und das halt konform demokratischen Staat so abliefern kann. Ein PC hat gereicht. Und mit diesem Update auf diesem PC kam die Schadsoftware auf dieses System. Dieses System, die Zweigstelle, die war wie alle anderen auch weltweit an die Zentrale angebunden. Und von dieser Außenstelle in Odessa pflanzte sich nun also die Software weiter. Sämtliche Computer am Hauptsitz des Frachtgiganten gingen innerhalb Minuten offline. Mitarbeiter standen vom schwarzen Bildschirmen mit der Aufforderung, doch $300 einzuzahlen, um weiterarbeiten zu können. Die meisten wurden dann innerhalb Stunden nach Hause geschickt. Gewisse
Schichtleiter, die waren noch nach alter Schule und dachten, es ginge schnell vorbei, ging es nicht. Jetzt muss man wissen, Maersk betreibt nicht nur selbst Schiffe wie dieses hier, sie betreibt auch Häfen, dazu mal 76 an der Zahl. Sie nehmen die Container entgegen, die Container werden dann entweder zwischengeladen, bevor sie verschifft werden, oder direkt aufs Schiff geladen. Am Zielhafen angekommen, werden sie dann ausgeladen, irgendwo zwischengelagert oder auch dort wieder direkt weiter verschifft. Und das alles läuft elektronisch. Alle 15 Minuten, Maersk hat, glaube ich, einen Anteil von einem Fünftel am gesamten Fracht auf See-Anteil. Alle 15 Minuten läuft in irgendeinem Hafen ein Schiff ein, das von Maersk besitzt wird oder von Maersk abgefertigt wird. Ein Schiff hat 10.000 bis 20.000 Container geladen. Welche Container was enthalten, ist im Computer gespeichert. Wo sie geladen sind auf dem Schiff, ist im Computer gespeichert. Wohin sie abgeladen werden sollen, ist im Computer gespeichert. Wer sie abholen soll oder darf, ist im Computer gespeichert. Sie sehen, wo es hingeht oder auch nicht. Dieser Computer steht am Hauptsitz in Kopenhagen. In diesem Hauptsitz, an dem nichts mehr ging und alle Mitarbeiter nach Hause geschickt wurden. Die Frachtterminals beziehen ihre Informationen direkt von dort. Es ging wirklich nichts mehr. Es gab kilometerlange Staus vor den Frachtterminals und das weltweit, nicht nur an einem oder zwei. Es staut sich die Lastwagen, weil die Container mussten von Hand gesucht werden. 10.000 pro Schiff. Und die meisten wurden halt schlicht nicht gefunden, schlicht nicht rechtzeitig gefunden. Die Wokados überlebten das nicht ewig. Oder schlimmer noch Medizin oder sowas. Es hat 200 externe Spezialisten in der UK sowie 400 Maersk-Mitarbeiter, die dorthin ausgeflogen wurden, gebraucht, um das ganze Netzwerk wieder herzustellen. Es gab allerdings ein paar Tage altes Backup. Macht eure Backups bitte. Und es gab es wirklich für alles, als für das Herzstück des Netzwerks, die Domain-Controller. Diese 150 an der Zahl werden weltweit redundant betrieben an verschiedenen Standorten und es ist eine theoretische Unmöglichkeit, dass alle gleichzeitig ausfallen. Tja. Aber es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass ein Stromausfall geschieht während dieser Zeit. Dazu dann später. Die Domain-Controller haben alle Benutzerdaten gespeichert, die Passwörter, wohin ein Benutzer gehört, was er darf, welche Programme wo installiert werden und in welcher Sprache. In Tessin bekommen wir dann das italienische Word und in der Deutschschweiz oder in Dänemark dann das dänische Word. Solche Sachen. Sie sagen, wer Zugriff auf welche Teile des Netzwerks haben und sie sind also ohne Übertreibung das Herzstück eines Windows-Netzwerks. Genau, und jetzt die Geschichte mit dem Stromausfall. In Ghana gab es auch so einen Server, der nicht betroffen war, weil es zu diesem Zeitpunkt, als die Infektion stattfand, einen Stromausfall gab. Also ist der Mitarbeiter von London Heathrow mit dem Flugzeug 6,5 Stunden nach Ghana geflogen, hat dann diesen Server, nicht diesen Server, Symbolbild, mit der Business Class, also eigener Sitz für den Server, versteht sich, nach Hause geholt, nochmals 6,5 Stunden. Und dann hatten sie noch zwei Wochen 24-Stunden Betrieb, bis das Netzwerk wieder lief. Sie mussten insgesamt 4.500 Server und 45.000 Desktop-Clients wiederherstellen oder neu aussetzen. Das kam so noch so fast straßenmäßig, auch dann in Kopenhagen so Tische, wo man sich dann anstellen konnte und dann durfte man wieder arbeiten. Nun, das Ganze ist nicht ganz günstig, es hat ganz richtig viel Geld gekostet. Bei Maersk sagt man, es waren 250 bis 300 Millionen Dollar. Auch schon nur schon die Entschädigungen, die sie bezahlen mussten, waren gigantisch. Merck, ein amerikanischer Nahrungsmittelhersteller, der hat es am schlimmsten getroffen. Der musste seine Fabriken runterfahren, der hat 870 Millionen Dollar Verlust eingefahren. TNT Express und Saint-Gobain jeweils 400 Millionen
und so weiter. Es wird geschätzt, dass der weltweite Schaden an die 10 Milliarden Dollar betrug. Und das ist nur von denen, die es zur Haut zugegeben haben oder von denen man es gemerkt hat. Nun war diese Attacke natürlich nur möglich, weil es Softwarelücken gibt, die von staatlichen und privaten Stellen geheim gehalten werden. Die werden geheim gehalten, um selbst in Netzwerke eindringen zu können. Und diese Lücken werden zurückgehalten, um Spionage zu tätigen können. Oder im strafrechtlichen Bereich oder Strafverfolgungsbereich dann mittels Bundestrojaner auf Telefone und Rechner einzudringen, um dort Internettelefonate und Chats abzuhören, bevor sie verschlüsselt werden. Natürlich bin ich einer der Letzten, der diese Firmen als Opfer darstellen will, weil die machen ja schließlich genug Gewinn und hatten teilweise die Reserven ja auch. Aber sie mussten auch einsehen, dass sie verwundbar sind und dass sie riesige Fehler begangen hatten. Maersk zum Beispiel setzte laut einem Wired-Artikel immer noch auf Windows 2000. Das ist ja jetzt 19 Jahre altes Betriebssystem. Die Bankomaten in der Ukraine und zum Teil auch noch in der Schweiz, die setzten auf Windows 98 oder Windows XP, ist beides etwa gleich schlimm. Die Firmen sind nicht vorbereitet auf so einen groß angelegten Cyberangriff. Und sie hatten auch wirklich keine Recovery-Pläne, also das totale Desaster hat niemand hervorgesehen, auch wenn es ein Jahrhundert-Event ist, man muss ihn halt dennoch ein bisschen anplanen oder so. Viele haben dann einfach die Mitarbeiter nach Hause geschickt, wahrscheinlich dann ohne Lohn, macht man ja so. Und natürlich waren diese Firmen auch gegen solche IT-Ausfälle versichert, man ist ja nicht doof. Ja, die Versicherungen sind halt auch nicht doof. Denn gegen einen kriegerischen Akt kann man sich nicht versichern, das kann sich niemand leisten. Und die Versicherung zahlt in so einem Event auch nicht. Das war jetzt, glaube ich, letzte Woche, war Anfang Januar. Ja, die Zürich wehrt sich dagegen und da muss ich auch sagen, auch hier, Versicherungen sind nicht meine Freunde, aber hier war es dann zu Recht, es ist ein kriegerischer Akt. Und wir müssen diese Praxis hinterfragen, dass staatliche und private Stellen Softwarelücken bereithalten und diese an den meistbietenden weiterverkaufen. Hier das Beispiel aus dem Kanton Zürich. Der Kanton Zürich hat für 500.000 Schweizer Franken, jetzt nicht so ein Riesenbetrag, der hatte diese ausgegeben, um auf einem Mobiltelefon eines Drogendealers einen Trojaner einzuschleusen. Ja, dieses Geld floss dann an den Hersteller. Und der Hersteller hatte sich von irgendwo eine Lücke eingekauft. Wir wissen nicht genau, wie viel diese Lücke gekostet hat. Aber wenn wir jetzt nur einen Anteil an dieser Lücke bezahlt hätten und ein anderer Kunde jetzt gesagt hat, die haben ja die Hälfte bezahlt, ich zahle auch die Hälfte und jetzt kann ich meine Dissidenten in Ägypten ausspionieren, haben wir dann nicht ein moralisches Problem, weil wir den Ägyptern quasi die Hälfte dieser Lücke bezahlt hatten. Aus meiner Sicht ist das Handeln mit Softwarelücken unmoralisch. Software, welche für die Unterdrückung von Dissidenten und politischen Gegnern eingesetzt werden kann, sollten eigentlich unter das Kriegsmaterialgesetz fallen. Ebenso wie das Horten von Sicherheitslücken, es braucht einen sogenannten virtuellen Abrüstungsvertrag. Die Ansätze dazu gibt es bereits in der Wassenaar-Übereinstimmung. Aber es braucht Verträge ohne Denkverbote. Wassenaar ist genau wieder so ein Vertrag, wo es Denkverbote für die Forschung drin hat. Das geht einfach nicht. Schlussendlich hilft es der Sicherheit allen, wenn diese nuklearen Lücken nicht gezündet werden können, denn wir sehen alle direkt oder indirekt Kollateralschaden der Cyberkriege dieser Welt. So, jetzt haben wir Zeit für ein paar Fragen. Ich wollte kurz auf die Problematik des Begriffes Krieg in dem Zusammenhang ansprechen, weil, soweit ich weiß, ist die NATO, ist so, ja, sobald uns jemand hackt, schießen wir zurück, also jetzt literally mit ballistischen Waffen. Sollte man da vielleicht andere Begriffe nennen, oder ist jetzt bei dem Ukraine-Beispiel, ist das groß genug, um wirklich als Kriegsakt zu gelten? Also sollte man das so betrachten oder andere Terminologie verwenden, oder was denkst du dazu?
Ja, es gibt die Cyber Convention der NATO, ich glaube in Estland, Tallinn, das Tallinn-Manuel, genau. Ich habe es nicht gelesen, aber ja, es ist problematisch, von Krieg zu reden. Man redet auch immer mehr von Krieg gegen Drogen und so weiter. Vielleicht sollte man hier von Konflikten reden. Ich weiß nicht, ich bin kein Akademiker in dem Bereich. Ich benutze die Begriffe, die ich halt auch sonst verwende. Aber da muss ich sicher auch drauf schauen, dass ich das ein bisschen besser mache. Das war jetzt nicht das Vorwurf. Ja, schon, aber nee, ich nehme es. Ich nehme es auf, danke. Mich würde interessieren, ob eigentlich jetzt viele Firmen bei Amazon ihre ganze Software laufen lassen und dass man eigentlich durch diese expandierende Cloud-Business nicht mehr das Problem hat, dass da irgendwelche Windows 2000-Rechner rumstehen und dass somit eigentlich dieser Fall, den du jetzt beschrieben hast, weniger auftreten kann in der Zukunft, weil man sich sozusagen Software-Services immer nur noch einkauft, das ganze System selber zu betreiben. Oder ist das keine Entwicklung, die stattfindet? Ja, schlussendlich ist die Cloud auch ein Server anderer Leute. Also auch die können angegriffen werden. Auch Amazon hat nicht eine hundertprozentige Uptime. Auch dort muss man schauen, dass das Netz. Hier war jetzt der Supergau war, das Netzwerk war nicht, ein bisschen technisch war nicht segmentiert. Das heißt, wenn du mal drin bist, bist du drin. Und du kannst hier auch auf Amazon eine Architektur sozusagen basteln, wo wenn mal jemand drin ist, dann ist er drin. Den Supergar kannst du dir auch dort konstruieren. Ist mehr eine Frage, ja, wie mache ich es intelligent und wie setze ich mein Netzwerk so auf, dass es eben nicht möglich ist. Zwischenfälle, nicht nur für Einbrüche, sondern auch für Datenabflüsse. Das haben wir jetzt mit der DSGVO auf europäischer Ebene so ein bisschen bekommen. Und dort muss ein bisschen mehr Transparenz sein, auch nur schon, um anderen Firmen zu zeigen, hey, die Firmen in der Schweiz, die Infrastruktur in der Schweiz ist unter Beschuss und es gibt Probleme dort. Also ich denke, dort könnte Transparenz wahrscheinlich auch ein bisschen helfen. Und dann halt Know-how aufbauen und in die IT investieren, weil das halt eben Maersk genau nicht gemacht hat und dann ihren alten Bruch quasi zerbröselt wurde. Nur noch kurz aus Neugierde, weißt du, gibt es Positivbeispiele für irgendeine Form von Cyber-Pazifismus oder einen Staat, der irgendwie freiwillig von sich aus eine Gesetzgebung erlassen hat, die besagt, wir kaufen keine Sicherheitslücken auf dem Schwarzmarkt, sondern wir melden alle an die Hersteller, irgend sowas? Habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Da vorne. Vielleicht ganz kurz, es gibt die sogenannte digitale Genfer Konvention von Microsoft, also nicht von Staat, sondern von Unternehmen, und die sagen quasi genau wie die Genfer Konvention, besagt, dass im Krieg Zivilisten unbeteiligt gehalten werden müssen und geschützt werden müssen, sollen auch im Internet und im Cyberwar Zivilisten eben nicht geschädigt werden. Das ist halt die Frage, wie bei wirtschaftlichen Attacken, Spionage, Sabotage, Zivilisten jemals nicht betroffen sein können. Aber also Microsoft hat ja quasi eine riesen Debatte, die hier anstoßen. Da kann man sich auch informieren, das ist schon wirklich spannend.
Okay, in dem Fall herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Es ist eine Pause angesagt. Weiter geht es hier um 18.30 Uhr zum Thema Löschen statt Sperren in Hub. Herzlichen Dank fürs Kommen.